Hallo, ich bin Natalia. Heute habe ich wieder Lust, ein abstraktes Bild zu malen. Ich habe da keinen genauen Plan und arbeite heute ganz intuitiv. Also, schnapp dir deine Utensilien und wir legen direkt los. Ich habe mir eine Leinwand mit dem Verhältnis 3:1 genommen. Außerdem habe ich mir 3 Stücke Papier vorbereitet. Die klebe ich mit Acrylbinder auf die Leinwand. Zum Schluss bedecke ich die Umrisse der Papierstücke mit Krakelierpaste. Nach dem Trocknen geht es weiter. Ich habe mir heute überlegt, mit blauer, roter und brauner Farbe zu arbeiten. Ich starte mit dem Braun. Das habe ich mit viel Wasser verdünnt und trage es nun auf. Hier sieht man jetzt die Struktur der Krakelierpaste sehr gut. Mir gefällt aber die Eintönigkeit der Farbe nicht. Deshalb verwende ich Alkohol. Diesen träufle ich mit einem Gummipinsel auf das Bild. Dadurch entsteht ein gewisses Muster. Jetzt muss ich ein bisschen warten, damit der Alkohol etwas dunsten kann. In der Zwischenzeit habe ich mir rote und blaue Farbe vorbereitet. Dafür habe ich diese wieder mit viel Wasser verdünnt. Ich fange mit dem Blau an. Mit einem flachen Pinsel trage ich oben und unten 2 Streifen auf die Leinwand. In der Mitte ziehe ich dann einen roten Streifen. Zum Schluss habe ich von oben nach unten noch einen schwarzen Streifen gekringelt. Ich hoffe, meine spontane Idee hat dir gefallen und dich zum Malen inspiriert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal für mehr Kunstinspirationen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Art Atmosphäre.